Ihr seid heute dabei beim Behind the Scenes von unserem größten Projekt zum Ende des Jahres, und zwar Need for Speed Most Wanted Real Life. Wenn ihr GTA Real Life kennt, wisst ihr, was auf euch zukommt. Wir haben krasse Gäste heute mit dabei, Marc Gebauer und Malte. Let's go. Ja, servus. Ich habe einen Gast mit dabei. Genau. Aus dem weiten Weg von Düsseldorf, hierher jetzt quasi. Nur für euch. Ins Allgäu, nur für euch, damit es wunderbaren Content gibt. So, ich park mal schnell, ne? So, guten Tag. Wie geht's? Wie geht's? Sehr gut. Frisch aus Berlin, ich bin aus Berlin, er aus Düsseldorf. Das Jet-Set-Leben. Das ist einfach. Ne? Ja, man kennt es, man kennt es. Brauchst du deine Sachen? Ich habe gar nichts. Ach, du hast gar nichts? Nee, ich habe nur die American Express Kreditkarte. Mit dem... So, ja, dann herzlich willkommen. Das ist unser Hauptsitz. Ja, ich kenne dich aus den Videos. Einer der vielen Hauptsitze, die wir haben. So, ich freue mich jetzt auf eine Führung, die er wahrscheinlich jetzt schon 100 Mal gemacht hat. So diese typische Tour, weißt du, die man mit allen hat. So, das letzte Mal bei Luciano im Video. Ich weiß. Habe ich doch auch gesehen. Von daher, ich kenne mich doch aus hier. Ich weiß doch, hier muss man hier durch, hier rechts, links. Die Auslieferung, ich weiß doch genau, wie es ist. Aber du warst noch nie hier, oder? Nur virtuell. Ich schaue natürlich seine Videos, ne? Von daher... Ja. Daniel, ich würde doch mal sagen, willst du mich nicht mal rumführen? Doch. Was möchtest du sehen, mein Lieber? Also, zeig mir doch einfach mal alles. Ich zeig dir einfach mal alles. Also, hier, das ist unser Showroom. Das heißt, hier stehen die wunderbaren Autos. Eins teurer als andere. Du kannst jetzt ist entscheiden. Ist lackiert, ne? Ist lackiert, ja. Geil, ne? Heftige Farbe. Das sieht fast unreal aus. Ja. Ist auch eine underrated Farbe, finde ich. Also, die ist sehr, sehr geil. Ne? Und sind keine Streifen drauf. Einmal musste ich den noch bringen. Hast du die Folierung selber gemacht? Ja. Okay. Ey, wenn du jetzt was dagegen sagst, ne? Nein, ich finde... wenn du jetzt was dagegen sagst. Und sonst habt ihr hier so einen kleinen Lounge-Bereich. Genau, da noch, hier, ne? du bist ja auch Barista-King. Ja, ne? Also solltet ihr nicht den Gentleman's Choice Espresso Blend erhältlich auf www.markgebauer.com haben, dann ist das nicht der beste Kaffee. Boah, habt ihr aber aufgefahren. Aha. Alter, was geht denn ab, Mann? Schon geregt, oder? Boah. Schau mal, wie die Augen leuchten hier. Nee, hör mal, das ist schon heftig. Das ist schon Champions League, oder? Das ist so, boah. Magst du einen Espresso? Ja, gerne. Komm, ich mach uns mal. So, jetzt pass auf, das ist ja alles automatisiert, ne? So, du machst jetzt hier den hier, so, das passt schon mal. Dann. Oha. Zack. Oha. Zack, so, dann. Nein, zack. Hör auf. So. Und dann. So, und dann gib ihm. Dagegen ist unsere Espresso-Station Müll. Da hast du mich aber jetzt gecatcht. Zum Wohle. Wolltest du euch auch ein? Nee, ich trinke ja keinen Kaffee, wie du weißt. Zu Recht. Also das übrigens, wir haben eben kurz einen Chat geführt, wir beide. Ne? Ach so. Und ich habe gesagt, ohne mich, dass du, ja, ohne dich, also dass die Leute auch wahrscheinlich diesen Rundgang schon 100 Mal gesehen haben. Ja klar. Und du den auch schon ein paar Mal gemacht natürlich. Hast. Aber das habe ich noch nie gesehen. Ja, siehst du mal. Wir bringen immer wieder eine neue Note rein. Oh. Hallo. Der kennt dich schon, oder? Was, Tobi? Tobi. Hi, freut mich. Na? Servus. Oh, und hier habt ihr auch die Autopräsentation dann, ne? Ja, da kann man sich gut gehen lassen, da kann man auch ein paar schöne Arme verbringen. Das hat man auch noch nie gezeigt, glaube ich, aber immer noch nicht. Eieiei, das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, siehst mal, heute ist das Video, da werden die geheimen Ecken der Firma abwerden hier heute gezeigt. Grüß Gott, herzlich willkommen. Hallo. Servus. Magen. Hallo. Hi, was geht ab? Dani, ich bin sehr stolz auf dich, dass du Salat isst. Ja. Ja, damit du in die Scheidensitze besser reinpasst, gell? Damit ich meinen Körper in 3 Wochen in Tulum präsentieren kann. Ja, trainieren müssen wir noch, ne? So. Hallo, ist schwarz und das also. Also wir fahren dann nachher zusammen zurück, habe ich gehört. Achso, ja, fährst du mich? Ja. Ah, okay, super. Also wenn. Wenn's okay ist. Wenn du dir jetzt zutraust, dann ist es gerade. Ich würde doch sehr gerne mein Auto fahren. Ja. Ich bin eigentlich gar nicht so der Autofahrer. Echt? Nee, irgendwie. Beifahrer bin ich eigentlich. Ich fahre gerne. Echt? Mit dir, ja. Kannst du mir meine Scheibe abschneiden? Weil Dani ist nicht so der gute Beifahrer. Ja, das stimmt. Er ist ein guter Beifahrer. Komm, auf an der Fähre. Bei Tobi schlafe ich wie ein Baby. Bei Leo bei mir schlafe auch. Wie ein Baby. Bei mir versucht er immer. Und so mitzubremsen, so. Der Friseur hat sich gerade richtig fresh. Nur für dich. Merke ich. Aha. Das ist immer, wenn du kommst, geh vorher zum Friseur. Ich mag auch einen Friseur. Alva, der Friseur. Ich auch, das sind dazu. Also, meine Lieben, heute ist der erste Drehtag mit Schauspielern für unser grandioses Need for Speed Real Life. Wir drehen
die nächste Real-Life-Story und diesmal natürlich mit Autos. Das heißt, wir spielen Need for Speed Most Wanted nach. Und ihr zwei spielt jeweils eine Rolle. Du bist der Polizist, Marc Gebauer aka The Police Guy. Finde ich sehr passend. Ja. Na? Leute kontrollieren und so mache ich auch sonst immer. Eben. Ich war mein Chef. Er ist dein Chef heute. Ja, du bist die Polizeigehilfin quasi. Ne? Also du bist seine rechte Hand. Und ihr müsst die miesen Raser quasi kontrollieren und schauen, ob da alles... Du bist der miese Raser? Ich bin einer der Motherfucker, die da rumlaufen. Und wir haben noch also wir drehen am Montag ja nochmal. Mhm. Wir haben noch ein paar andere Leute mit dabei, unter anderem InScope. Ne? Heute seid nur ihr zwei quasi für den Dreh da. Ja. Aber wir haben einige wirklich sehr, sehr große Namen. Ich will jetzt noch nicht alle verraten, aber es sind viele. Ich glaube, wir sind schon so, wenn alles zusammenkommt, bis zu 10, glaube ich, 10 Leute, 10 verschiedene YouTube-Characters, die mitspielen. Und ich glaube, es wird sehr, sehr geil. Ist auch ein gemeinnütziges Projekt hier. Also ich habe niemanden bezahlt. Sie kommen alle freiwillig hierher. Ja, bitte? Außer den Cupra, den du kriegst. Okay, ja, okay, ich wollte schon sagen. Ja. Zeig mal kurz, das ist dein Charakter, schau. Ach, guck mal, der sieht doch genauso aus wie ich. Ja. Huiu. Reifen. Bitte an dieser Stelle die Original einblenden. Das ist echt ein schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Getriebe, Lenkrad. Ist das alles nur Show? Oder ich gibt's da jetzt vielleicht schon? Raus, schon? Es wird super. Ja, ich weiß schon, ich will nicht zu viel sagen. Es wird ein Banger. Ja, das ist es einfach. Das ist es einfach. So, Kinders, Abfahrt. Abfahrt. Los geht's. Bitte einsteigen. Das ist mager. Ich sehe schon, ihr werdet Spaß haben. Das ist mager. Wir haben immer Spaß. Sehr gut. Schneid euch an, Leute. Hallo Papa. Hi, mein Name ist Marc Gebauer und wir sind heute hier, um Uhren zu verkaufen und Parfum. Und ich habe da das perfekte Produkt mitgebracht für Daniel ab 2. Junge, ja auch perfektes Auto. Geil, oder? Ja, ich sag ja, auf ihn ist Verlass. Sieht aus wie ein Uhrenverkäufer. Okay, Adrian, so, what's your plan? Jetzt geht's los. Der bleibt hier stehen, wir haben jetzt die erste Szene. Da bist du und Meltem, du weißt ja deine Rolle, du bist ja Polizeichef. Ja. Da ihr stoppt quasi den A1, indem ihr davor fahrt. Und dann steigst du aus und läufst um das Auto rum, gehst dann hier an die Scheibe und lehnst dich so rein. Und ja, genau, wie wir da auch gesehen haben. Genau, ja. Und da werden wir jetzt einen Take nach dem anderen so drehen. Dann machen wir ein paar Cuts auch mit. Genau, drin, ja, ne? Ich sag dir immer, du läufst dann einmal da lang, dann läufst du einmal da lang, dann lehnst dich einmal rein, auf einmal raus. Okay. Das zeige ich dir alles. Du hast ja natürlich den Text auswendig gelernt, ne? Ich bin Influencer. Ja. Ja, natürlich habe ich mich null mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Ja, es ist gewünscht, dass du aber auch deinen eigenen Style reinbringst. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Es wird halt einfach um Uhren gehen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Um die neue... Ich sehe da so eine IBC an deinem Handgelenk. Die können wir aber mal verkaufen, ne? Der Druck steigt. Ja. Also da wir ja die... Hüter des Gesetzes sind, ist bei uns alles, alles entspannt. Ne? Die anderen müssen sich die Sorgen machen. Nein. Wir haben alles im Griff. Wir sind das Gesetz. Aber heute wird es auf jeden Fall auch noch ein bisschen lauter. Ja. Behind the scenes, glaube ich, da bekommt man einiges zu lachen. Ne? Ja. Normalerweise, man kennt mich eher als ruhige Person, aber ich kann auch ausrasten. Ja, und normalerweise bin ich die immer am meisten redet. Tatsache. Ja, ist echt so. Das haben wir noch gar nicht mitbekommen, oder? Naja, also, das ist jetzt ganz was Neues. Also. Aber ja. Zeig uns mal deine geile Station hier. Das ist geil hier. Schau, ich bin hier hinten. Ich gucke hier hinten auf die Kamera, wie Sie sehen. Haben wir hier das Live-Bild. Hier sehen wir gerade. Ist das geil. Ist das schön. Damit wir genau sehen, ob der Shot passt, ob das Framing passt, ob das alles so ist, wie wir es uns vorstellen. Es ist eine professionelle Produktion, man kann es nicht anders sagen. Und dann noch Behind the Scenes. Und dann noch Behind the Scenes, Leute. Wenn ihr jetzt nicht heiß drauf werdet, dann weiß ich auch nicht. Stellt euch den Wecker. Es wird krass. Alright, und ja. Oh Mann, das ist echt ein verdammt schöner Wagen. Ja. Ich werf gern mal einen Blick unter die Motorhaube. Macht das sehr gut, der Marc. Finde ich perfekt für die Rolle, er ist perfekt. Dix, wie ist die Lage? Wir warten gerade auf Marc.
telefoniert hier. Wie viel haben wir noch zu drehen? Wir haben noch eine Szene im Auto mit den Donuts, Endszene und einmal, wo ein POV verhaftet ist, sind zwei Shots. Also gar nicht mehr so viel eigentlich? Nee, gar nicht mehr so viel, Leute. Die Kuh hört auf zu... Hier, falls du einen Abschlepper brauchst. Dankeschön. Der Paul Mendel. Naja. Man hört ja immer öfter, dass BMW nicht mehr so gut läuft. Ne? Das schneidest du raus im Video. Ich glaube, ich kann gut abschleppen. Was denn? Schon wieder so sexuell aufgeladen, dieses Video. Ganz das ist auch ihre Rolle. Aber echt, bei muss dir würde ich es gerne mal unter die Haube schauen. Das nächste Mal hast du nicht mehr so. Ja, krieg ich hin. Und nicht wirklich kratzen, ne? Nee. Mit so hübsche Rallye-Streifen, so wie auf meinem Ferrari. Was du jetzt aber gesagt? Weißt du, also sorry, aber wenn ihr mein Ferrari, was ist das hier bitte? Ich bitte dich. Also, das ist hier Dreieck, das ist hier Geometrieunterricht, oder was? Also, ich wurde gehatet von Deutschen. Ja, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich das auch deutlich schöner finde. Guck mal, niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt. Und ja. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Oh! Fuck, der war geil, Mann. Oh! So ist doch mega nice. So nämlich. Neue Location, was drehen wir jetzt hier noch? Eine Donut-Szene. Der Marc beißt den Donut, den Melton mitgebracht hat. Aber das gibt's nicht im Spiel, oder? Das ist jetzt unser... Erfunden aus diesem Kopf. Damals gab's noch keine Donuts. Das ist besser als das Spiel. Deine Rolle sehr, sehr gut gespielt. Ja? Bin ich der richtige Polizeichef? Absolut. Das, da bin ich froh, dass ich, dann, dass ich Daniel ab 2 überzeugt habe. Die Leute fragen sich auch immer, was veranstaltest du hier? Ich glaube hier sowieso, in dem Ort bist du so ein Exot, ne? Die Leute, die sagen, was ist das für ein Paradiesvogel hier in unserem kleinen Örtchen hier, ne? Ist wie bei dir auch, oder? Also meine Community im guten Jüchen, Bad Boudique, möchte, halte bitte und schneid das nicht raus. Ich mag meine Leute. Aber ich will auch dann... Der redet zu viel. Du sollst schon so arbeiten. Daniel? Ja. Können wir weitermachen? Ja. Warten auf euch. Ja, ja. Du bleibst im Auto sitzen schon, ne? Du bist dann drin. Ja. Melton kommt rein. Er braucht immer mal wieder eine Ansage. Du machst das richtig gut, ohne Scheiß. Er braucht es. Er braucht eine Frau, die mal richtig Feuer macht. Ja. So ist es. Alright. Und go. Ich habe uns was zum Naschen mitgebracht. Das ist aber süß. Für meinen Süßen, was Süßes. Ach, hör doch auf. Achtung, Achtung. Geil, ohne Scheiß, es war richtig gut, es war super, es war Bombe. Wir sind ein super Team. Läuft. Schmeckt's? Ja, ist gut. Nochmal? Schmeckt? Oha. Dann machen wir einmal noch einen Shot. ASMR. Ja, ich wollte gerade sagen, Digga. Weniger aggressiv. Ich habe irgendwie nicht erwartet, dass es so hart ist. ASMR, alles gut. Let's watch it. Ein bisschen so. Also nicht so. Also oh, das ist aber ein sehr frisches Outfit, was du da hast. Schnauze voll hier. Schon wieder ein Rennen verloren. Also nochmal Hand in Hand arbeiten wir hier zusammen an diesem Projekt. Oh, was habe ich jetzt gekauft? Herzlich willkommen zu deiner neuen Uhr. Ja. So macht er das, ne? Du hast ja echt dünne Handgelenke, das passt ja. Schau mal, perfekt. Weißt du? Geht das? Oh, es gefällt mir. Alles wie immer. Oh, Leute. Ey. Ich habe die Schüssel vergessen. Ja, genau. Ja, okay. Scheiß. Mach einfach da ein Sportgeschirr. Spaß. Boah, ein bisschen mir eingefallen. Ey. Boah. Ja. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wayne interessiert. Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht.
It's a rap! It's a rap. Danke schön. Legende. Legende. Haben wir es geschafft. Max? Ja, danke. Hey, Chef! Nice! Good job! War super. Wir waren echt ein gutes Team, oder? Wir haben was. Sehr gut. Und, was sagst du? Perfekt. Ja. Jetzt ist das Ende. Was wollen wir den Leuten noch sagen? Leute, 6. Dezember ist es vorbei. Wer nicht einschaltet. 6. Dezember. Aktiviert bitte den Kanal. Sehr, sehr wichtig. Lasst ein Abo und ein Like da. Ich geh einfach, mach du das einfach. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, ganz kurz auch noch. Er verkauft Uhren und? Parfums, ne? Alles. Ich verkaufe. Und ich Autos. Also, nicht vergessen. Siehst du? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Abt auf Rädern. Ha ha ha!